Die neue Bundesliga-Saison hat noch gar nicht angefangen. Da ist eins schon klar. Auch in diesem Jahr schauen wieder alle ganz genau auf die 18 Männer an der Seitenlinie. Welcher Trainer-Joker sticht? Wer verpokert sich? Welcher Club hat ein Ass auf der Bank und welcher nicht? Als einer von 5 Clubs geht der FC Bayern München mit einem neuen Mann in die Saison. Trainer Dino Jupp Heynckes kam im Sommer aus Leverkusen. Er soll mit seinen 66 Jahren für frischen Wind beim Rekordmeister sorgen. Und bei der Mannschaft hat er das offenbar schon geschafft. Was mir imponiert, dass die Mannschaft ganz hervorragend mitzieht, dass sie nicht nur motiviert ist, sondern auch hochkonzentriert, dass sie versucht, auch sicher neue, andere Trainingsinhalte zu verarbeiten, umzusetzen. Heynckes Ex-Club will jetzt mit Robin Dutt den Sprung nach ganz oben schaffen. Der gebürtige Kölner ist ganze 20 Jahre jünger als sein Vorgänger. Nach 4 erfolgreichen Jahren in Freiburg muss er sich jetzt beim Vizemeister beweisen. Ja, die Messlatte ist hochgelegt und wir wollen natürlich ganz oben angreifen, aber wohl wissend auch, dass man auch um jeden Tabellenplatz unter uns erstmal kämpfen muss, eine Leistung bringen muss. Aber wir wollen schon positiv an die Sache rangehen und nach oben schauen. Sein Nachfolger in Freiburg wird wiederum Markus Sorg, vorher Trainer der Amateure. Er ist in der Bundesliga ebenso unbeschrieben wie Kölns neuer Mann Ståle Solbakken. Der 43-jährige Norweger zeigte gleich zu Beginn, dass er wirklich alles dem Erfolg unterordnen will, sogar FC-Idole. Solbakken setzte Lukas Podolski als Kapitän ab und machte Pedro Jeromel zu dessen Nachfolger. Eine unpopuläre Entscheidung, die aber gut durchdacht zu sein scheint. Der leichteste für mich hat in diesen Diskussion gesagt, okay, Lukas Kapitän, kein Problem. Aber ich muss denken für die ganze Kader, ich muss denken, was ich meine ist richtig. Mehr Schultern kann diesen Club repräsentieren, kann diesen Club helfen. Seinem neuen Club helfen möchte auch der 5. Trainerneuzugang, Holger Stanislawski. Er soll nach 18 Jahren beim FC St. Pauli der TSG Hoffenheim ein neues Gesicht geben. Und auch Hamburg-Trainer Michael Oenning soll für einen Neuanfang sorgen. Zum Ende der letzten Saison durfte er schon ran, holte aber nur einen Sieg in 8 Spielen. Im hohen Norden könnte die Luft so schnell dünn werden. Bei vielen Wettanbietern gilt Oenning als einer der Top-Kandidaten auf die erste Entlassung. Davon gab es in der letzten Saison gleich 12. Van Gaal, Skibbe, Littbarski, Magath, Fee, Schäfer, Fronzek, McLaren, Rangnick, Keller, Soldo und Groß. Alle Trainer flogen vorzeitig. Ob Oenning wirklich der Nächste auf dieser Liste ist, bleibt abzuwarten. Er dürfte es auf jeden Fall nicht sein.